Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, die Überlebenden mit Gusman. Moin Moin. Mit Pauline. Mahlzeit. Und mit Nordisch, der hier in einem roten Käppi so ein bisschen Military-Style rumläuft, bis auf die Schuhe. Das ist kein Military-Style, das ist mehr so Hippie, Hippie 90er, 80er oder? Ja, 68er schon fast. Das ist einfach nur alternativ. Alternativ Military Hippie, warte mal, okay. Ich könnte vielleicht noch Hillbilly-Style so ein bisschen. Rockabilly. Das könnte ich noch anbieten, sonst habe ich momentan so, nichts. Der Plan ist, wir wollen uns diese Händler mal ansehen. Eine haben wir im Norden, hier oben, und eine ist hier unten im Süden. Mein Vorschlag wäre Zweierteams. Wer geht mit wem? Danach klären wir, wohin. Ja, ich sag mal so, wer muss denn wohin? Ich muss nach Süden. Du musst nach Süden. Ich bin nördlich unterwegs. Eine Sekunde. Also von uns aus gesehen südöstlich, ja? Ja. Okay. Das glaube ich auch bei mir. P. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, welche bei mir. Ein nordisch wollen wir dann hoch. Aber ich kann in auch den Norden. Mir ist egal. Ich kann auch nach Norden gehen. Ach, meiner müsste eigentlich südwestlich sein. Meiner müsste okay, sein. Berlin, dann gehen wir nach Norden. Alles klar. Okay, so, dann mal gucken, dass wir alles. Ab die Post. Wie sieht's mit Essen und Trinken? Ja, ich werde mich mal. Das heißt, nordisch, wir machen nichts. Ja, das heißt, du musst nach Westen und willst nirgends woanders hingehen. Und ich muss nach Osten und. Wird auch nirgends woanders hingehen, oder was? Nein, der ist. Ich hab nur gesagt, ihr zwei geht in den südlichen Händler, oder? Ja. Falls im Westen noch ein Händler ist, dann habe ich ihn noch nicht bekommen. Weil ich habe nur den im. Nur wir haben zwei unterschiedliche. Guzman müsste, wie gesagt, südöstlich und ich muss südwestlich. Dann habe ich deinen Händler noch gar nicht. Den kannst du mir auch mal geben bei Gelegenheit. Ich glaube, es ist wirklich vollkommen egal, wo ihr am Ende rauskommt. Also denk mal, solange ihr beim. Das weiß ich nicht. Genau, geht mal zusammen, rein testweise zusammen. Zum südöstlichen hier, einfach. Warte mal. Steht ja nur dabei Locate Trader. Du kriegst halt Hilfestellung einen angezeigt. Aber ich denke mal, um die Quest zu erfüllen, langt es einfach in die Nähe irgendeines Traders. Ich denke auch, aber ich weiß es nicht. Muss mich wir werden es herausfinden. Also ich gehe in den Norden, das ist nicht der, den ich bekommen habe. Wenn die Quest damit erfüllt ist, passt's ja. Dann wissen wir es. Nehmt ihr Geld mit oder was? Oder lasst ihr Geld hier? Nö. Gleiches Abend, dann brauchen wir auch nicht mehr los. Das stimmt. Wollte gerade sagen, eigentlich wird es langsam knapp. Morgen ist auch Hordentag, ne? Was? Ja. Morgen doch erst, oder? Suchen wir mal hier noch eine Kiste und morgen, Müll hier mal irgendwo rein, weil sonst dauert es zu lang. Jetzt haben wir 3 Uhr, das schaffen wir doch locker, oder? Palane. Komm. Okay. Jetzt raus. Gar nicht lang rumgemacht. Ich nehme jetzt noch einen Trinken mit und dann geht's ab. So, dann mal schnell weg. Mal ein Bier, das habe ich sowieso standardmäßig. So, da nochmal schnell was essen und dann gehen wir los. So. Mal was zu trinken da, nee, ne? Du bist so dumm. Komm jetzt. Bäm! Nicht in die Kisten. Bäm! Bäm! Nix. Auf die Nuss. Auf die Nuss. So, komm, nix ab drin. Die Post, ab okay. Die Post. Komm, zack, 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 da lang. Och, haben wir einen geilen Garten, ey. Wie geil, voll cool. Richtig viel gepflanzt. Schön, ne? Ja, freut mich direkt. Schnell noch was trinken. So, und los. Nee. So. Ja, ein Guzman geht vor. Oh, du hast ein Nest gefunden. Sehr geil. Wir sollten vielleicht nur Nester, sonst nichts machen. Im Höchstfall. Damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Richtig. Oh, jetzt bist du noch am Zerlegen. Eieiei. Ja, okay, ich lass das. Zerlegen. Was ist der denn schon wieder essen? Außer Puste? Ich habe irgendwie gar nichts drauf, oder? Moment. Skill. Run.
So. So, wir können. Jetzt geht's mir ein Stück weit besser. Deinen Händler nochmal markieren. Und Ayuta, alles gut? Oh, jetzt kann ich hier nicht rüberspringen, oder was? La 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 la. Usman, wo bist du? Wollen wir weiter? Da kommt jetzt noch zerstörtes Biom oder was geradezu? Jetzt geht's flott. Das hier ist zerstörtes Biom. Viel Glück. Also ein verbranntes. Ja, das, ich, ja, das geht außen rum, wenn es geht. Wir sind quasi schon mittendrin. Nee, oder ich hab's extra noch gesagt. Okay. Lass mir das Haus hier links liegen, oder? Wir rennen nur dran vorbei. Dass da kann man auf dem Rückweg machen. Ja, nur einfach dran vorbeirennen, dass es markiert ist. Oh, meine Ausdauer ist schon wieder hinüber. Wenn es für den Rückweg zu spät wird, können wir uns hier einquartieren, denke ich. Ja, okay. Love Forest! Mac Invisible! Hi, grüß dich, mein Lieber. Ein Ohrenhaus, Fortschloss sogar. Dann lass uns dran vorbeilaufen, dass wir es wenigstens auf der Karte gefixt haben. Das sieht mir zerstört aus hier neben. Was? Haben wir zerstörtes Biom neben uns? Ah, shit. So aus. Da hinten ist noch ein Haus. Ja. Hund! 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 Ich kann auch, ich habe einen verbrannten Verbrenner-Alzheimer hinter mir. Okay. Ja, wir sollten sowieso auf jeden Fall durchlaufen, weil wenn wir uns hier noch mit den Zombies beschäftigen, dann kommen, schaffen wir es auch nicht mal mehr zurück. Ah. Wir sollten also wirklich straight laufen. Das versuche ich ja. Das war mein letzter Schuss gewesen. Scheiße. Ich konnte nicht schnell genug Pistole wechseln. Der Azrak. Ich habe den Hund noch erlegt, aber Blutung, keine Bandage. Nee, du bist ohne Bandagen los, echt jetzt? Ich hab's dann gesehen, ja. Ach, Bandagen. Lottisch, wo bist du? Läuft ja, oder? Ich bin... Läuft! Hier. Läuft! Läuft! Laut, gut, dass wir hier Bandagen. Die Pipi-Stufe haben. Jetzt bin ich rechts von dir. Genau rechts von dir. Nee. Okay, da hinten ist ein Hund, ne? Hinter uns. Fuck. No, gar nicht. 17 hinter Uhr. Hinter uns. Ja. Ja, ist gut. Jetzt sind wir natürlich auch im zerstörten Biom. Das ist natürlich jetzt heikel. Ja. Müssen wir gucken. Ich renn direkt zu meinem Rucksack. Ändern. Ich brauch den. Nö, aber wir müssen die umgehen. Die Verlehen. Versuchen. Okay. Hund, Hund! Mhm. Hund, Hund. Oh, oh, gespannt auf die Todesanzeige. Da ist es schon. Kuckucksmandat. Oh, Mann. Oh, ich kann die Luke nicht aufmachen. Die Luke, ich bin über die Hintertür raus. Ja. Kommst du auch zum Rucksack, oder was? Ja. Gesundheit. Ich nehme an, das war ein Nieser. Na, ja, immerhin, unser Chat kriegt direkt mal was geboten. Ich wollte das Mikro noch zumachen, aber das hat nicht mehr geklappt. So richtig reingebissen. Ich bin nur so dumm, weil der ganze Schleim da auf dem Mikro hängt. Da. Danke für die Ausführung, vielen Dank. Gerne, gerne. Bildliche Sprache. Ja, klasse. Kommt immer gut an. Du musst mal unsere Unterhaltung auf der Arbeit mal zuhören. Also wir können da sehr, sehr blumig werden. Sehr, ja, sehr danke, schon satt. Scheiß Hunde, ey. Born on my bed. Ja, du lebst noch? Oh, nee. Oh, ach, Ausdauer ist auch schon wieder auch im Sack. Wo haben wir hier noch?
Was habe ich hier noch? Das war natürlich alles sehr, sehr schlau. Ja, damit kann ich mir auch sonst was abwischen. Oh. Nein, haben wir nicht mehr, das ist auch gut. Wie gesagt, die Nummer ist das, weshalb ich sagte. Ja. Ja, aber es hat jetzt auch so nicht viel gebracht. Nächstes Mal muss ich mir die Pfeile ins Toolbelt legen, sehe ich gerade. Dann kann ich hier vielleicht nochmal versuchen, höchstens mal meinen Rucksack wiederzuholen, den sehe ich ja wenigstens noch. Ja, war ein taktischer Fehler. Ich werde mir versuchen, nochmal meinen Rucksack wiederzuholen, denn mehr schaffe ich dann sowieso am Tag heute nicht. Das ja, wir auch nicht. Ich komme mal hinter dir her, aber ich bin skeptisch, dass wir das erreichen werden. Alles gegen Hunde. Ja, sicherlich gegen Hunde. Ich verpiesel mich auch wieder. Falls du es noch nicht gemerkt hast. Doch, doch, ganz knapp. Vor allem die beißen über 10 Meter Entfernung. Ja, ich glaube. Ja, vor allem die gehen nicht drauf, die Viecher. Ja. Das ist auch das Problem. Ja. Ich habe auch so ein bisschen Server-Lag, muss ich sagen. Finde ich gerade ein bisschen unangenehm. Dann da momentan nicht meckern. Ah, jetzt habe ich natürlich auch gar nichts. Dann bemühst du dich nicht richtig. Meckern kann man immer. So. Na, das wird natürlich schweineknapp. 19 Uhr, 3 Stunden, oh, ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Achso, ich dachte, es steht ein Hund. Das war nur ein Hirsch in klein. Also, Bambi! Der Hirsch hat geknurrt und schon rennst du weg. Geile Taktik. Der Hirsch hat's drauf. Sag mal, Palet, du hattest es geschafft, den letzten Hund zu töten, oder? Ja, keiner da. Ach man. Gut, das heißt, ich kann mich bei dir beschweren, wenn es nicht funktioniert, oder? Was? Natürlich. Wir laufen jetzt zu einer Stelle und dann? Wo wir sicher wissen, dass es ein Hund ist. Wir sind die Helden. Ja. Sind wir immer. Naja, gut, aber. Da ist alles drin. Mal vorsichtig duschern. Mehr als drauf gehen können wir ja nicht. Wir können uns dann rüber ärgern. So, ich bin bei meinem Rucksack, hab alles aufgenommen. Also, weil ich weiß, die spawnen die nämlich auch, hatte ich mal irgendwo gelesen. Fand ich jetzt nicht so geil. Wenn du einen neuen anlegst, dann ist er auf jeden Fall weg. Und die spawnen tun sie wohl auch mittlerweile. Hatte ich zumindest den Eindruck. Naja, irgendjemand sagte 20 Minuten, aber ich habe das noch nicht konkret bestätigt. Das heißt, das, was wir hier machen, ist for science. Genau. Sozusagen, das ist Forschungsprojekt. Forschungsprojekt, wann dies. Oh, die trifft mich da immer noch. Ah, ja, geh weg. Oh, Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall nächsten Tag auf jeden Fall ganz, ganz früh los. Und dann wirklich außen rum. So, von der Zeit her hat das eh nicht gepasst. Also, da wären wir vielleicht noch nicht mal angekommen schon. Aber wollen wir uns dann eigentlich auf die Horde irgendwie vorbereiten oder machen wir das einfach das so spontan? Das machen wir aus dem Dings, aus dem Ärmel. Palen, genau. Ich frage einfach mal so aus Sicherheitsgründen. Du bist jetzt nicht nochmal hergekommen, oder? Ich habe meinen schon geholt. Bin schon fast wieder daheim. Ach so, du bist wieder. Okay. Gut, dann bin ich nur der einzige Idiot. Halt Unglück. Nach 2 Stunden. Shit! Hund! Hier habe ich einen Hund und ich habe keine Waffe. Ein Hund? Was? Du hast einen Hund und keine Waffe? Ich dachte, du wolltest sagen, du hast eine Waffe und keinen Hund. Das wäre besser, aber... Ja, dachte ich mir auch so. Ja, aber ich kann da leider nicht... Ach, da ist ein Hund, okay. Weiß aber nicht, wie weit noch der Rucksack weg ist. Weiß ich auch nicht. Ich versuche den Hund zu umgehen. Ah, da ist er. Okay. Ganz zärtlich. Oh, ich bin noch im Rückweg. Ich hab meinen Krempel, ich komme jetzt zurück. Ich wäre auch gern auf dem Weg zurück. 22 Leben. Waldfeester, hi. Habe ich überhaupt Licht?
Nur an der Waffe. Ein Stückchen Bier saufen und mich dann eiskalt verpieseln. Ja, Bier hätte ich jetzt auch gern. Guzman, lauf weg, lauf weg, lauf weg, Azrak! Azrak sag ich immer, Guzman. Ich bin in Sicherheit, danke! Muss weg! Hund kommt! Oh nein! Oh nein! Nicht Knochen brechen, nicht Knochen brechen! Das ist ein Elend hier. Das ist so eine harte Nummer. Das ist so eine harte Nummer. Die Überlebenden in der Alpha 15 hier, leckt mich am Arsch. Wir kriegen so den Arsch aufgerissen. Das ist so schön. Können wir uns eigentlich noch so nennen, die Überlebenden, oder wäre das jetzt schon anmaßend? Nee, ich glaube. Ach so. Überlebenden nichts mehr zu tun. Ja, stimmt. Also, das wäre, sagen wir mal so, die vielleicht, Rennenden. Vielleicht tauchen wir uns besser um, die Überforderten oder so. Ja, genau. Ja. 21 Uhr, okay. Guzman, wie schaut's aus? Oh, warum ist denn der so schnell? Wie unangenehm. Guzman, du bist auf dem Rückweg, ne? Hast du schon Spikes irgendwie unten rum ausgelegt ums Haus? Nee. Gut. Hat keiner von uns gemacht. Prima. Kannst du welche basteln gerade? Weil ich bin sozusagen hart auf dem Heimweg. Hart auf dem Heimweg. Ja. Hart. Ja, ich kann... Ganz krass auf dem Heimweg. Ja, mit letzter Ausdauer. Kann schon mal anfangen. Ja, das wäre super. Letzte Härte. Oh, ich habe ja nur noch eine Stunde. Ach du Scheiße. Mhm. ein bisschen das. Keine Munition mehr. Verdammt. Munition. Ja, schön hier an dem Biom ist. Aber leider haben wir auch nicht allzu viele Munition. Nee. Munition sieht richtig mau aus. Holz haben wir auch, meine ich eigentlich. Holz haben wir auch nicht viel. Holzfutter hinten. Ne, wir haben irgendwie gar nicht viel. Wir haben gar nichts eigentlich. Aber davon reichlich. Außer Probleme. Davon wir haben ein beleuchtetes Safehouse. Ja. Gell, ich find's auch cool. Das ist natürlich der Hammer. Ein beleuchtetes Safehouse. Im Dunkeln muss ich hier die Bäume fällen. Ich hab Angst. Noch eine halbe Stunde. Passt. Halbe Stunde. Schieb an. Normalerweise müsste ich jetzt auch Nacht jemanden mit einer Trommel nicht mehr herlaufen haben. Ist das Safehouse frei oder ist da schon einer? Ich bin da, aber es ist nur kein Zombie da. Ja, da komm ich noch. So genau, dunkel. Wow, was ist denn da los? Macht denn da einen Marathon-Klick? Mausvergewaltigung! Aber ehrlich, furchtbar. Sorry, ich war am Pflanzen. Ah ja. Du brauchst nur gedrückt halten. Nein! Du hast gesehen, dass hier unten ein Zombie reingegraben hat? Rapers. Ah, hier. Da sollten wir vielleicht noch einen Frame setzen, schnell. Knapp. Und auch versiegeln, bevor es vorbei ist. Haben wir noch einen? Das wird knapp, verdammte Scheiße. Ich hab's so gemacht. Hast du einen Frame reingesetzt? Ja. Steinframe oder einen normalen? Nee, erstmal nur Holz, weil mehr hatte ich nicht an mir. Okay, ich guck mal, wo welche sind. Ich habe überhaupt keinen Überblick, wo was ist gerade. Da! Oh, ich bin fast da! Einmal und Cobblestone. Alles klar, ich mach's Loch zu. Geh rein! geh! Ja, lauf, Forrest! Wo ist denn Guzman überhaupt? Guzman, das müsste noch ein Weg sein. Ach, du hast jetzt... Okay. Ja, was denn? Er ist weggerannt. Ja, ich bin für den Mund weggerannt. Ich habe zweimal gefragt, wo du bist. Da kam keine Antwort. Mhm. Ich nenne das Deserteur. Ah ja. So, Cobblestone ist gesetzt und drin. Alles klar. Hoi. Was, hoi? Mann. So, ach, wir brauchen... Also Holz. Wir brauchen alles. Schaut es mit pfeiltechnisch bei euch aus? Ich habe 104. Oh, aber ich habe unterwegs welche gesammelt. Okay. Ja, ich habe auch noch 204 Federn. Dann könnte ich nämlich am nächsten Tag nämlich noch ein paar Pfeile machen. Federn habe ich auch ordentlich. Ich höre was Verbranntes bei uns. Ein Verbrannter. Ich muss nur sehen. Oh, nee. Komm hoch, Guzman. Ist auf. Lauf. Oh, du hast den Frame noch. Nein. Entschuldige bitte, dass ich nicht nach dem Frame geguckt habe, während ich auf den Arsch bekommen habe.
Gut, ist entschuldigt. Hier ist wenigstens ist dein Rucksack. Nein, nein, nein. Ich bin detailverliebt. Also den Frame könnte man ja weg. Ja, detailverliebt. Du bist anschlussverliebt. Ja, bist du anschlussverliebt? Nein. Was du bist. Nein. Oh Mann. Das glaub ich auch nicht. Ich suche Zuflucht bei meinem Chat. Geil. Die mögen mich wenigstens. So. Schießgeil, anschlussverliebt. Alles dran. Alles dran an dem Mann. Oh, ich sehe nix. Mach doch mal die. Na, egal. Es soll mich nicht um. Was ist denn der Kerlemann hier? Oh, ich treffe nur das Holz. Du musst dir Mühe geben. Mühe gleich eins. Gib dir doch mal Mühe. Nur wollen. Genau, man muss nur wollen. Man muss nur. So. Gussmann, geh mal weg da. Das heißt immer noch bitte. So. Geh mal weg da. Bitte. Danke. Frame ist weg. Jetzt kommt keiner wenigstens hoch. Das war wichtig. Ja, da kam auch nicht hoch. Hier hat man allerdings gesagt, dass die von unten jetzt auch die Hatches kaputt schlagen können. Von unten nach oben? Schön. Okay. Ja, von unten nach oben, ja, kann man so sagen. Scheiße. Stein haben wir ja auch nicht mehr, ne? Oder habt ihr noch? Was haben wir? Stein am Mann wahrscheinlich. Nee, Stein am Mann? Nein. Ich hab noch 100. Dorf. Was? Oder 90. Ich tue sie mal oben reinlegen. Wieso? Willst du Pfeile machen oder was? Ich würde dann sonst Pfeile craften, ja. Ich wollte vielleicht Metallspitzen machen. Ja. Weil die bringen, glaube ich, schon was. Warte mal. Metallspitzen, ja, okay. Haben wir Forged Iron? Hier in der Forge, die brennt, liegen 100. Weil sonst würde ich nämlich, wie gesagt, ich würde auf Weapons mit den Skill. Will jemand einen Crossbow haben? Haben wir denn schon Crossbows? Kannst du? Nö, ich habe das jetzt gefragt, weil ich dachte, so von wegen, ich wüsste gern. Klugscheiße! So präferiert werden. Klugscheiße so Alarm! Wenn ihr mir den Kram gebt, könnt ihr Crossbows haben, ja. Okay, Ich brauche Duct Tape, Glue. Leder. Ja, okay, warte mal, gucken wir mal. Also wir haben leider nur ein Glue, aber da kann man eventuell was einschalten. Man könnte ja die Knochen mal kochen. Ja. Ein Bleistift. Ich hab mir da. Haben wir genug Gläser dafür? Wir haben aber kein Wasser. Duct Tape haben wir. Ja, eben, das ist das Problem. Ja, wir haben 92 leere Gläser. Kiste. Okay, also Gläser haben wir genug. Ja, und wo kriegen wir Wasser her? Wir haben hier Poolhäuser. Ja, du kannst jetzt gerne rausgehen und. Geh mal einer Wasser holen. Da muss mal einer. Muss mal, aber nicht jetzt. Ich muss mal nicht. Clay, Iron. Ja. Okay. Ja, wollen wir das Material ganz oben rechts für die Crossbows reinpacken, dann hat Guseman da gleich eine Anlaufstation. Wie gesagt, okay. Den Kleber brauche ich noch. Den Rest habe ich mir schon. Okay. Kalt. Also Kleber. Aber Kleber Lumantra. Können wir uns. Danke für dein Follow. Wir haben aber für Kleber brauchen wir aber einen Beaker, oder? Der Topf müsste lang, oder? Keine Ahnung, muss mal drauf gucken. Weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Nee, ich glaube, du brauchtest einen Beaker. Duct Tape. Na, es gibt hier zwei Rezepte. Du kannst sie. Nee, okay, jetzt weiß ich auch. Ja? Du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder in der Chemistry oder halt im Campfire. Da kannst du die kochen. Ah, okay. Ah, ja. Aber hier steht noch nichts von. Die Rezepte für den Chemistry Station sind meistens effektiver. Ja, gut, aber. Geht schneller. Wir haben ja keinen, klar. Wir hatten gar nichts. Nix. Was habt ihr denn? Wir hatten nie was. Nach 7 Menschen, da hatte ich schon. Hör auf! Oh, ich könnte mal Nahrung zu mir nehmen. Das siehst du, Beaker, sag ich doch. Wir brauchen Beaker. Okay, super. Beaker, also das können wir schon auch mal schon das hart. Momentan knicken. Erstmal nichts mit Crossbow, weil kein Kleber. Also müssen wir dann noch erstmal bei Pfeilen bleiben. Pfeilen und Pfeilspitzen. Ja, aber das können wir sonst in einer kleinen Aufnahmepause durchaus bereden und beratschlagen. Azrak.
Ja, ist so, ist. Was ist, hast du dazu? Okay, ich glaube, das war mein Signal. Nein. Das war einfach nur mal so, es hat gerade so. Okay, ich glaube, ich bin. Ja, er findet den Namen so klangvoll. Ja, so Asrak. Also richtig schön so Asrak. Ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen gemobbt. Gut, aber dann wird es, glaube ich, auch Zeit, wenn ich das richtig interpretiere, diese Aufnahme zu beenden. Ja, was soll ich sagen? Wir sammeln uns und werden morgen, glaube ich, das Haus verstärken. Also außenrum mal so ein bisschen Verteidigung setzen. Und das mit den Händlern ist ja auch noch nicht beendet. Auch wenn es jetzt nur mäßig geklappt hat. Das ist weiß ich gar, es war eine reine Katastrophe. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch zu dieser Katastrophe einen Daumen hoch da. Und gerne könnt ihr Nordisch Kanal abonnieren. Gussmans, Balens, wenn er mal irgendwann seinen Preis gibt und mein. Und damit übergebe ich die Worte an Balen. Bitteschön. Was ist denn das für eine geile Brille? Ja, ciao, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Und Gussman. Jo, bis zum nächsten Mal. Und Nordisch, ey. Natürlich schon meinen Namen vergessen. Nein, habe ich nicht. Alles gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.